Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem etwas eher lustigeren Deck, allerdings auch ein nicht zu unterschätzendes Deck. Es geht hauptsächlich um Schubs großes Abenteuer. Dieses Deck, was wir jetzt hier zeigen, ist anders als das Deck, was wir gespielt haben. Es ist allerdings nochmal eine Stärke-Variante. Ich habe nur jetzt die alten Spiele genommen mit dem alten Deck, weil ich einfach, naja, Folgen zeigen wollte oder Spiele zeigen wollte, wo wir zu zweit waren. Es hat sich, ein paar Sachen haben sich geändert im Spiel selber. Zu Schubs großes Abenteuer ist zu sagen, es ist eine Karte, die einen sehr starken Effekt hat. Allerdings darf das Deck keine doppelten Karten enthalten. Das heißt, jede Karte in diesem Deck ist einzigartig. Jede Karte darf in diesem Deck nur einmal gespielt werden. Es ist trotzdem überraschend stark und naja, das liegt auch zum großen Teil an Schub. Schub ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Karte. Schub ist wirklich eine starke Goldkarte, fast zu vergleichen mit Cirinova. Also wenn man sie ausspielt, dass man einen relativ hohen Stärkewert bekommt. Die Sache an Schub ist allerdings auch diese Decklimitierung. Und diese Decklimitierung funktioniert aktuell leider nicht mit vielen Decks, weil viele Decks einfach auf ein paar Kombos angewiesen sind. Zum Beispiel Schub macht sich momentan ganz gut in einem Square-Tail-Deck. Er wird eigentlich fast ausschließlich nur im Square-Tail-Deck gespielt. Monster würde vielleicht auch noch gehen, aber andere Decks haben da eher Probleme, zum Beispiel die nördlichen Königreiche oder Nilfgaard, aufgrund, weil Nilfgaard, eine Karte von jeder ist halt schwer, weil dann müsste man auch Karten gegen Spione oder für Spione reinnehmen und Spione kann man natürlich auch nicht so viel spielen. Bei den nördlichen Königreichen ist es halt diese Kombo mit der frischen Crew und den Maschinen selber, was auch leider manchmal ein bisschen tricky ist und nicht ganz so funktioniert. Und bei Skellige ist es auch einfach, dass man zwar viele starke Karten reinnehmen könnte, allerdings Skellige auch so mit den Retzeren hat man dann Probleme. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich nehme Maschinen und so rein, ich nehme Soldaten und so rein, aber dann müsste man halt auch für jede dieser Fraktionen einzelnen Retzer reinnehmen. Und da man nicht so viele, ich sag mal, Maschinen spielt, ist vielleicht der Corsair oder der Retzer für die Maschinen dann nicht so eine tolle Karte. Ist ein bisschen tricky. Allerdings in Square-Tail funktioniert Schub wirklich ausgezeichnet. Ja? Also Square-Tail hat wenig Limitierung, was so die Kombos angeht. Die einzelnen Square-Tail-Karten sind auch relativ gut. Fangen wir erstmal an. Wir spielen natürlich als Leader Bruva. Man könnte auch Francesca spielen, aber Bruva ist einfach die bessere Wahl, weil Bruva lässt einen sofort eine Silber- oder Bronze-Zwerg aus dem Deck spielen. Wir haben eine Menge Bronze-Zwerge, wie man direkt sehen kann. Ansonsten eine Silberkarte haben wir auch viele starke Optionen. Und die Chance, eigentlich, dass wir Schub nicht ziehen, ist doch relativ gering, weil das Deck zieht natürlich auch ein paar Karten. Dann als Brand. Wir hatten ursprünglich Gerald Igni, sind aber auf Shiro gegangen. Shiro ist einfach nochmal ein bisschen besser. Das Einzige, wo man bei Shiro aufpassen muss, ist, dass man natürlich nicht seine eigenen Karten wegbrennt und dass man vielleicht, wenn man Schub ausspielt, nicht unbedingt einen Schubkrieger nimmt und ihn auf 25 Stärke bufft, wenn man noch einen Shiro in der Hand hat. Ne? Allgemein Schub. Wir haben mal eine Folge gemacht, wo wir alle Effekte gezeigt haben, was Schub eigentlich kann. Und naja, Krieger ist ein bisschen tricky. Ich finde fast sogar Magier oder Jäger sind die besten Optionen. Wobei Magier mir mit noch am besten gefällt. Aber es kommt halt auch wirklich drauf an, was gerade auf dem Feld liegt. Also Schub ist wirklich eine super flexible Karte. Allerdings, wenn man den Effekt nicht kriegt, den man haben will, ist Schub auch etwas tricky. Ne? Kann man so sagen. Dann haben wir noch Jovet Meditation. Eine super Karte, wird in sehr vielen Square-Tail-Decks gespielt, weil er auch einfach unheimlich Schaden verursachen kann, vor allem wenn er Gegner mehrere Kreaturen hat, die eine Menge Stärke haben. Isengrim Gesetzloser, entweder wir spielen eine Sonderkarte aus unserem Deck oder wir erschaffen eine silberne Square-Tail-Elfeneinheit, auch eine relativ gute Option, man könnte vielleicht noch einen zweiten Spion spielen. Ansonsten Sonderkarten in diesem Deck sind nicht wirklich vorhanden, wenn man so guckt. Ne? Also hier gibt es keine Sonderkarten. Das heißt, Isengrim ist wirklich nur da, um noch einen silbernen Square-Tail-Einheit zu erschaffen. Was auch nicht schlecht ist. Also ein Elf. Ne? Natürlich Schubs großes Abenteuer selber. Wie gesagt, ziemlich starke Karte. Vor allem die Effekte sind alle an sich ziemlich einzigartig. Gut, ein paar überschneiden sich ein bisschen, aber es gibt immer eine gute Alternative für Schub, selbst wenn man nicht das kriegt, was man haben will. Yavin, einfach um eine Karte zu ziehen. Malena,
um dem Gegner eine seiner Karten zu klauen. Malena kann wirklich sehr stark sein, wenn man sie richtig triggert. Und mit diesem Deck haben wir natürlich Möglichkeiten, Karten so ein bisschen anzugreifen, zu schwächen. Das heißt, die Chance, dass wir eine 4er- oder 5er-Einheit von dem Gegner klauen oder eine Silbereinheit, ist natürlich da. Und es wird fast immer passieren. Dann haben wir noch Ida reingenommen. Ida auch eine sehr flexible Karte. Ja, Nebel, blauer Himmel, wenn es vielleicht mal nötig ist, oder ein Donner. Also starke Option. Milena ist eine Karte, mit der rechnen aktuell sehr wenige. Also es wird nicht immer, wenn man gegen Squirt Hill gespielt, darauf geachtet, dass die schwächeren Einheiten außen liegen und dass die stärkeren innen liegen. Von daher kann sie wirklich sehr massiv reinhauen. Die 6 Schaden sind momentan bei sehr vielen Decks einfach da, auf 2 Ziele. Das heißt 12 Schaden plus nochmal den 4er Körper. Ist eine sehr starke Option momentan für dieses Schubdeck. Hattori lässt uns einfach nochmal eine Karte retzen. Wir haben genug Retzziele für Hattori, selbst wenn wir Hattori nicht irgendwie hochgebufft kriegen. Von daher auch eine starke Option. Und Barclay. Wir spielen, wenn ich mich nicht verzählt habe, 5 Bronzezwerge in dem Deck. Das heißt, Barclay hat immer eine gute Option. Jetzt sollte man natürlich aufpassen, bei, ich sag mal, 2 der Bronzezwerge, die wir in diesem Deck haben, müssen wir natürlich aufpassen, dass der Gegner auch ein paar Karten auf dem Feld hat. Ne? Also vor allem bei dem, wo ist er hier? Ach, ist echt doof mit diesen neuen Deckbilder. Den Zwergenscharmützler. Der Gegner sollte da mindestens eine Karte haben. Wenn man allerdings den Feuerwerker zieht, hat man ein etwas größeres Problem, weil da müsste der Gegner in jeder Reihe eine Karte haben. Aber ansonsten, selbst wenn du auf 2 Karten, auf 2 Reihen Karten liegen, ist der Feuerwerker auch noch eine gute Option. Dann haben wir ein paar Handbuff-Karten, die auch wunderbar funktionieren, einfach um es nochmal zu stärken. Der Neuling ist sogar eine ziemlich starke Karte, also wenn man so sind, 12 Stärke, allerdings für die späteren Runden, was gar nicht so schlecht ist für dieses Deck. Mahakam-Wache, auch eine sehr starke Bronze-Karte, weil sie einfach nochmal eine Karte verbessert, das heißt auch 12 Stärke insgesamt. Der Dragonier, möglichst in der langen Runde ausspielen, dass man natürlich die ganzen Handbuffs mitnimmt. Der Elfenbogenschütze ist ein bisschen da, um Ziele zu schwächen. Entweder man will sie vielleicht mit Malena dann klauen oder man will bestimmte Ziele einfach ausschalten. Funktioniert auch. Der Zwergensöldner. Jetzt könnte man entweder eine gegnerische Einheit ziehen, wenn man vielleicht irgendwie einen tollen Effekt dran hat, wie Nebel oder so. Oder man bufft eine seiner eigenen Karten. Auch der Zwergensöldner ist eine sehr starke Bronzeeinheit. Also man merkt es, dieses Deck baut halt auf einzelne sehr starke Bronzeeinheiten, ne? Die jetzt auch nicht unbedingt eine Combo erfordern, sondern auch so funktionieren. Der Schmuggler ist momentan auch eigentlich eine relativ häufig gespielte Karte. Er ist ziemlich stark, vor allem wenn er länger auf dem Feld liegen bleibt. Beim Schmuggler sollte man allerdings auch aufpassen, wenn er sich über die Zeit zu hoch bufft, dass man ihn nicht selber mit Chiro wegbrennt. Die Elfenfallenstellerin haben wir reingenommen für ein Zerreißen. Ist im Prinzip nochmal eine bessere Wahl. Okay, der Gegner könnte natürlich die Falle auch nochmal kaputt machen. Aber ja, selbst wenn, hat man immer noch einen 6er Körper. Ne? Der Zwergenscharmützler. Auch eine wunderbare Karte, muss ich nicht viel zu sagen, macht 3 Schaden, bufft sich nochmal um 3, das heißt auch insgesamt 12 Stärke. Man merkt es halt, der halbelfische Jäger, auch nochmal mindestens 12 Stärke. Also man setzt halt wirklich hier auf diese Bronzekarten, die ohne irgendwelche Kombos einen sehr hohen Stärkewert erreichen. Ne? Der Whitehead-Offizier, falls man irgendeine Karte hat, die man vielleicht jetzt nicht ausspielen will oder falls man vielleicht noch einen Zwerg auf der Hand hat, aber keine mehr im Deck, aber man hat noch irgendwie so einen Aufwiegler oder Barclay in der Hand, kann man einfach einen Zwerg wieder zurück ins Deck packen. Da muss man halt gucken, ansonsten ist es halt auch normal, man könnte sich damit stark hochbuffen, wenn man eine stärkere Karte zurück ins Deck packt. Man könnte halt als letztes eine Mahakam-Wache zurück ins Deck packen, könnt ihr mit dem Aufwiegler spielen, dann nochmal mit Barclay. Muss man halt gucken, was sich dafür anbietet. Der Feuerwerker macht ziemlich massiven Schaden. Das einzige Dumme an dem ist halt natürlich, der Gegner muss halt in jeder Reihe was gespielt haben, aber heutzutage passiert das schon häufiger, sage ich mal. Der Panther, einfach da, um einzelne Ziele wegzuhauen. Die Limitierung, dass die Reihe weniger als 4 Einheiten haben darf, also maximal 3, ist eigentlich am Anfang fast immer da. Das heißt, der Panther ist auch ziemlich gut am Anfang, um ein bisschen Early Game zu kontrollieren. Kriegstänzerin, einfach um abzuwerfen. Vielleicht, dass man nicht, wenn man die erste Runde verloren oder gewonnen hat, in der zweiten Runde trocken passen muss, sondern dass man halt direkt eine Kreatur hat, auch eine ziemlich nützliche Karte. Ansonsten könnte man ihn mit dem Offizier abwerfen. Der Offizier bufft sich zwar dann nicht so hoch, aber man packt gleichzeitig noch eine Kriegstänzerin aufs Feld und zieht eine komplett neue Karte, ohne eine Karte wieder zurück ins Deck zu mischen. Der Zwergenaufwiegler,
Auch wie gesagt, wir haben 4 Bronzezwerge. Bei 2 muss man aufpassen, wenn man sie zieht. Bei den anderen beiden kann man einfach den Zwergen auf Wiedler raushauen, wie man Lust hat. Ne? Also man könnte einen Söldner ziehen, man könnte die Wache ziehen, könnte die Karten buffen. Und zu guter Letzt noch den Elfenspeer. Der Elfenspeer ist sogar tatsächlich gar nicht so schlecht in diesem Deck, denn natürlich erschafft eine Scoia'tael-Bronze-Einheit, die sich nicht in diesem Startdeck befunden hat. Da wir an diese Kartenlimitierung sind und 15 verschiedene Bronzekarten hier spielen, ist die Auswahl, was er erschaffen könnte, relativ klein. Es gibt ein paar doofe Karten, also zum Beispiel den Elfen-Söldner, den Elfen-Beschützer oder den Wissenden. Das sind unbedingt Karten, die will man nicht ziehen. Des Weiteren sind halt auch die Freiwilligen oder die Saboteure Karten, wo man sagt, ja, lieber nicht, weil die bringen halt nur was, wenn man mehrere im Deck hat. Das haben wir allerdings hier nicht. Gute Ziele sind dagegen der Heiler. Elfen-Schwertmeister wäre ein gutes Ziel. Der Verteidiger wäre natürlich ein gutes Ziel, weil diese Karten bringen halt was. Alternativ die Vorhut, wenn man ein paar Elfen auf dem Feld hat, ist die Vorhut natürlich auch eine super Karte. Man könnte einen Scharfschützen ziehen, ist nicht die beste Option, weil man in diesem Deck nicht so viele Möglichkeiten hat, den Gegner zu ziehen, aber ist da. Man könnte einen Unterstützer ziehen, auch an sich eine ziemlich starke Karte. Der Brigant, ja, wir haben Möglichkeiten, ihn hochzubuffen. Das heißt, der kann ganz gut werden. Wir könnten noch einen Wetterclear ziehen. Der Wetterclear ist natürlich, wenn man gegen Wetterdeck spielt, ganz gut. Ansonsten könnte man halt mit dem Wetterclear auch noch mal ziehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Schub ausspielt und dem Gegner Gefahren in die Reihe spielt, könnte man noch mal mit einem Zieher in eine Gefahr reinziehen. Wir könnten einen Saboteur ausspielen, der einfach nicht targetbar ist und dann nach 2 Runden sich aufdeckt. Auch eine ziemlich starke Option. Oder eine Weitseherin. Natürlich, wir haben in diesem Deck Möglichkeiten, unsere Handkarten zu buffen, Möglichkeiten, unsere Feldkarten zu buffen. Das heißt, die Weitseherin kann sich auch nochmal ein bisschen verbessern. Ne? Von daher funktioniert halt der Elfenspeer, auch wenn wir so viele Bronzekarten haben, relativ gut in diesem Deck. Ja, wie gesagt, die Spiele sind leider noch mit dem alten Deck. Aber ich glaube, man kann trotzdem sehen, dass man dieses Schubdeck nicht unterschätzen sollte. Es kann wirklich sehr, sehr gut reinhauen. Es macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Und selbst auf höherem Ranking kann man es eigentlich problemlos spielen. Ne? Na gut, das war's mit dieser etwas kürzeren Deckerklärung, sage ich mal. Es ist ein lustiges Deck. Probiert es gerne mal aus. Das Problem ist nur natürlich, dass man Schub erstmal braucht. Und natürlich, dass wieder viele andere Goldkarten oder viele neue Karten gespielt werden. Aber wenn ihr diese Karten habt, ich würde jedem empfehlen, dieses Deck einfach mal auszuprobieren, weil es macht wirklich ziemlich viel Spaß. Und es ist auch nicht irgendwie so, dass man auf, ich sag mal jetzt, großartig eine Combo achten müsste, weil eine Combo in einem Deck zu spielen, was 15 einzelne Bronzekarten enthält, ist schwer möglich. Das war's mit der Folge Gwent Deckschmiede. Für dieses Jahr, wir wissen nicht, wann die nächste Deckschmiede-Folge kommt. Das könnte ein bisschen dauern, weil über Neujahr sind wir jetzt natürlich wieder ein bisschen mehr im Stress. Da müssen wir auch mal alles gucken. Naja, probiert das Deck auf jeden Fall mal aus. Viel Spaß noch mit den Runden. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, ciao. Kleinere Einheiten. Also total so zusammengewürfelt vom Prinzip her. Nö, es funktioniert eigentlich relativ gut. Guck mal, er ist jetzt auch blau. Der Miro. Ich bin jetzt auch ihr blau. Ihr könnt die Farben übrigens ändern. Also ich habe da, glaube ich, gestern den Befehl für gelesen, weil ich habe mal den Chat ein bisschen... Na, plötzlich muss er auf jeden Fall weg. Den Donner will ich auch nochmal ablegen. Ja, stimmt, ich habe ja mehr so nichts. Ihr könnt übrigens die Farben im Chat auch ändern. Ich glaube, da muss man /color und dann die Farbe, die man haben will, eintippen. Also zum Beispiel orange. Ich will keine Premium haben, Hand, also... Ja, das geht aber eigentlich. Naja. Das Problem, was ich gerade merke. Ah, du hast leider. Spielen kannst du mal anfangen. Naja, du hast den Runstein mit Pafko auf der Hand, ne? Du könntest theoretisch deinen Spion rausholen oder du könntest Isengrim rausholen. Also an den Spion habe ich auch schon gedacht. Was hast du denn noch drin? Malena oder den Saboteur könntest du rausholen mit Isengrim. No mercy! Ich würde gerne jeden Buchstaben meines... Nein, das geht leider nicht. Das wäre aber auch... So Regenbogenfarben. Ja, so Regenbogen. Regenbogen. Das ist ganz gut. Jetzt kommen wir uns auf jeden Fall eine 5er.
So. Ah, ich könnte ihn auch hier. Du könntest den Panther jetzt auch spielen. Du könntest den Panther auch theoretisch spielen und könntest was von ihm töten. Ja, aber jetzt krieg ich meine 13er wieder. Nee, wieso? Ist nur Bronze? Du klaust mit Stärke 5. Ach so, maximal Stärke 5. Ja, du kannst aber trotzdem noch was spielen, hast wenigstens erstmal die Runde. Das ist halt total. Stell dir mal wirklich vor, du wirst die Stärkste klauen, hallo? Da würde jeder dieses Secret spielen. Du klaust maximal mit einer Stärke von 5. Ja, die jetzt nicht zu stark. Wenn du Slash, Color und dann eine Farbe eintippst, also es gibt da auch diese Hexwerte, dann änderst du deine Chatfarbe. Zum Beispiel, warte mal, kannst du mal ganz kurz demonstrieren? Das passt ja jetzt eh. Wenn wir jetzt mal ein A schreiben, dann sind wir so hellgrün. Aber ich glaube, der Befehl war. Oh, jetzt bin ich auf die Leertaste gekommen. Ich leg mal den Runenstein ab. Weil wir haben ja Puffgrund. Ja, ja. Wenn ich jetzt eintippe, Slash, Color, Orange. Habe ich das richtig eingetippt, Color? Mhm. Nee, Moment. Slash Color. Ach so, du musst es halt so. Also, ja, tippt einfach mal Slash Color ein. Also hier, warte. Du hast einen Punkt davor. Ja, ist ja normal. Nee. Oh, guck mal, Opok hat seine Farbe geändert. Willst du was spielen? Ich habe jetzt überlegt, aber eigentlich. Hier, ich könnte das Secret spielen. Ah, lohnt sich das? Du kannst jetzt auch hardcore passen, ne? Mach. Na, guck mal, Ofok hat seine Farbe geändert. Also einfach mal, wenn ihr es haben wollt, so ein Slash davor und dann Farbe eintippen und dann seht ihr die Option, wie ihr euren Nicknamen umbenennen könnt. Guck mal, Ofok benennt sich jetzt die ganze Zeit um. Jetzt habe ich gar nicht hingeguckt. Hallo? Hallo? Achso, du musst ein Spiel reinklicken. Ich würde vielleicht eine First Light weglegen. Ja, leg weg. Den spielt er nicht. Okay. Freedom! Hol Pafko. Komm, hol einen Runenstein raus. Bigger they are, easier they are to target. Noch einen zweiten Toru. Willst du noch einen zweiten Toro? Ich meine, du hast noch einen auf der Hand, du könntest jetzt doppelt Toro rausholen. Ziemlich cool schon, ne? Wow. Blau ist für uns nur leider schwer zu sehen. Miro. Du kannst so ein helles Blau nehmen, das geht. Also es gibt die Farben Blau, Blau-Violett, Kadettblau, oh. Schokolade. Ja, spiel den nächsten Toro. Oder spiel erst den Elva aus. Firebrick, Golden Ward, Green, Hot Pink, Orange Red, Red, Sea Green, Spring Green, Yellow Green. Ja, wir haben diesen Nachtchat, weil das ist dann leichter zu lesen. Weil jetzt vielleicht die Lockeren angreifen können. Weil den, ja, den kann er noch zum Achter umwandeln, ne? Have no interest in politics. Ihr denkt echt, dass ich da Toro hingeschmissen hab, ne? Tired. Lass ihn. Dann grün. Okay, Miro ist grün. Was hast du eigentlich noch im Deck, was du hörst einen Zwergen sein? Du könntest theoretisch den Aufklärungsbell. Ja, ja, habe ich schon überlegt. Ich kann aber auch noch was reinmüllen. Ja. Elfenspeer. Ja. You should not have come here. Ich weiß, also der macht halt 10 Schaden insgesamt, aber die Heilerin ist so besser, weil die bufft nochmal um 6. Also die Heilerin gibt einen Punkt mehr. Oh, my little egg. Muss ich irgendwas Spezielles anwählen bei der? 2 Karten. So.
Kannst du aussuchen, was du buffst. Dann grün. Ja, grün ist auch okay. Ich finde dieses Smaragdgrün sogar eigentlich eine relativ schöne Farbe. Also das Einzige, was wir wirklich nicht sehen, ist dieses dunkelblau. Willst du Schub ausspielen auf Magier und hoffen einen zufälligen Wettereffekt in jeder Reihe? Ist risky. Ist risky. Jumann, Schub, sei! Schub Magier. So süß mit seinem Hut. Ah. Und was kriegen wir für Effekte? Ziehe eine Karte, füge gegnerischen einer 10 Schaden zu, füge nach 5 Schaden zu, ist auch okay. Ja, genau, die. Okay. Boah, heftig. Das ist jetzt böse. Die haut halt richtig rein, ne? Ja, vor allem ist halt, überleg mal. Vor allem die Wetter. Warte mal, er hat dann. Was hat er da? Drachentraum. Das ist, wenn sobald eine Special-Karte gespielt wird, geht die hoch und fügt jeder in der Reihe 4 Schaden zu. Er hätte ja auch einen positiven, oder ist das nur negativ? Nur negative. Eine Gefahr spielt er halt nicht. Ach ja, Gefahr. Oh, guck mal, er hat sich gerade selber weggeblitzt. Ich überlege, ob ich jetzt was reinmische. Ja, die Frage ist, was? Und was willst du ziehen, ne? Zerfetzen wäre bestimmt nicht so schlecht. Zerfetzen wäre echt nicht, aber den könntest du theoretisch auch mit der Einser rufen, ne? Naja. Wobei, ich würde erstmal warten, bis in Gerald Igni, bis du so Zerfetzen rausholst. Ja. Nicht, dass er doch noch Stampede spielt. Naja. Ja, kann ja nie wissen, ne? Man bräuchte halt was zum Ziehen, das wäre halt gut. Out of my head. Ah, ist nicht so kritisch. Das war eine Alchemie-Karte, ne? Keine Special. Ja. Ja, spiel Toro ruhig. Sicher? Ja, Toro, also lock hat er raus, ne? Oh, das ist ganz gut, dass er das macht. Ich hoffe, er macht dann noch den anderen zur. Ja. Also du könntest jetzt theoretisch Francesca und könntest die Einsatz zurück ins Deck legen. Die Frage ist, was ich mir dafür holen soll. Ich würde fast die sagen, Einser. Den Zwergenaufwiegler. Weil damit könntest du halt nochmal eine Karte in die Spike Traps reinziehen, wenn es wirklich drauf ankommt. Oder eine deiner Karten um 4 buffen. Das ist nicht schlimm. Stand and fight. Okay, also er hat jetzt hinten, könntest du jetzt Gerald Igni benutzen, aber würde ich eigentlich noch nicht. Vorne würde es mehr Sinn machen. Ja, weil vorne würdest du die Achter wegbrennen. Ich würde. Ist die Frage, ob es nicht lohnt, mehr zu ziehen, weil dadurch kriegst du halt einen Vierer-Buff, ne? Also du verbesserst dich um 4. Welche Zahlen beim Duell bringen das beste Ergebnis? Frage für den Mathematiker. Boah, ist schwer zu sagen. Also man sollte natürlich nicht unbedingt jetzt die Stärkste gegen die Schwächste kämpfen lassen. Man muss halt gucken, also so ein Mittelwert gegen eine starke Karte ist eigentlich immer ein recht gutes Ergebnis, wenn der Mittelwert zuerst zuschlägt. Ich guck gerade, was am meisten Sinn machen würde gerade. Die 9er gegen die 10er wäre Quatsch. Die 8er würde ich ungern angreifen, das ist das andere Problem. Du könntest, ja, die 6er gegen die 14er ist halt auch doof, ne? Oder doch die 9er gegen die 10er. Naja. Und halt erst die 9er angreifen lassen. Ja, natürlich erst die 9er angreifen lassen, aber wenn du überlegst, dann greift die andere mit weniger Stärke zurück, das wird ein schnelles Duell. Du könntest. Ja, die 9er. Lass die 9er gegen die 10er kämpfen. Besseres Ergebnis kriegst du nicht hin. Eben. Also du hast jetzt immerhin 12 Schaden gemacht, ne? Und du kannst ihm noch 16 Stärke wegbrennen. Und dann haben wir noch Toro auf dem Feld liegen. Battles are won or lost by the commanders. Also es ist halt auch eine sehr... Ja!
Das ist halt auch eine sehr allgemeine Antwort, weil die Sache ist halt sehr variabel, je nachdem, was auf dem Feld liegt. Ne? Wenn du jetzt unbedingt ein Ziel weghaben willst, dann solltest du natürlich dieses Ziel wegdiolieren. Wenn du allerdings rein nach dem Stärkewert gehst, ist es halt schwer zu sagen. Zum Beispiel das, was er jetzt gemacht hat, war doof. Wobei, es war die stärkste, nee, es war nicht die stärkste Karte, die wir hatten. Er hätte was er aus. Hätte die Neuner locker töten können. Also beim Duell ist halt schwer zu sagen. Es kommt halt wirklich drauf an, was auf dem Feld liegt. Aber in der Regel, ja, man sollte gucken, was am meisten Schaden macht. Es sei denn, du willst eine Karte unbedingt weghaben. Ja. Schub ist auch eine starke Karte. Das Problem ist nur die Deckbegrenzung. Aber die hast du hier in diesem Deck nicht so hart, sag ich mal. Also sie ist schon da. Was, fast die gleiche Hand wie ich vorhin? Na, 8er gegen 12er ist nicht so toll. Weil, überleg mal, die 8er schlägt zuerst zu, dann hat die 12er noch 4 Stärke, dann schlägt die zurück und dann hat die 8er auch nur 4 Stärke und dann tötet die 8er die 12er. Also da holt man nicht den Maximalwert an Schaden raus. Jetzt mal Vouch weg, Blitz weg. Du hast auch gerade sehr gut gezogen, ne? Hier kriegen wir auf jeden Fall einen Skirmisher raus. Ich würde First Light weglegen, weil Monster spielt eigentlich in der Regel nicht mit Wettereffekten. Gucken wir jetzt mal einen Schmuggler. Die 7 gegen eine 10er ist auch nicht so gut, weil. Also 7 gegen 10 ist sogar noch schlechter. Ja. Damit hilft er uns sogar. Ich glaube, es gab mal so eine Rechnung dafür. Also am besten. Kommt halt auch darauf an, ob das Ziel oder ob die Karte, die Duell hat, Rüstung. Du kannst auch, wie hieß die nochmal, aus dem nördlichen Königreich, die mit Rüstung hat. Da ist es halt theoretisch am besten, wenn du eine 13er angreifst, aber die greift halt auch den reinen Gegner an. Naja, eine Liste gibt's dafür nicht. Du musst halt schon überlegen, was du angreifst. Ja, also eine Liste kannst du dafür nicht ausrechnen. Weil eine Liste dafür zu machen, wäre viel zu lang. Die kannst du dir auch gar nicht merken, weil du hast so viele Faktoren, die du damit einberechnen musst. Ups. Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich dachte eigentlich, wir ziehen Skirmisher und nicht den Zier. Aber jetzt können wir die 19er wegbrennen. Alles geplant. Okay, wir müssen noch eine Karte spielen. Nimm den Panther. We were not the ones to start this war. Oder der Panther würde jetzt gleich mit zuschlagen können. Aber von da ist egal. Achso, Roach kommt ja auch noch raus. Dann hätte Roach doch beim letzten Mal noch gereicht. Also bei diesem Duell, also es geht halt nur um Jorvid-Meditation, aber das schlägt so viel mit ein, was man berechnen muss. Ja. Ziehen unsere ganzen Zauber. Das Zerfetzen könnte eigentlich ziemlich hilfreich werden. Gerade bei einem Monster-Absorb. Mhm. Wir haben auf jeden Fall schon mal Schub, okay. Ist halt die Frage, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was er genau für ein Absorb-Deck spielt. So eins. Ja, das heißt, er wird wahrscheinlich auch die Succubus haben. Isengrim, können wir noch was klauen, das ist gut. Gibt es eine Karte, die ich nicht unbedingt spielen wollen würde? Wir brauchen, glaube ich, First Light. Wollte ich gerade sagen, First Light nicht unbedingt. Okay. Oh, ich muss das hier mal anziehen. Aber wir können auch noch. Ja, wird Meditation unbedingt aus dem Deck holen. Also wir haben noch Francesca. Falls wir Zerreißen unbedingt nicht brauchen, können wir es zurückpacken. The only good human is a dead human. Okay. Oh, er packt sich Neckarzug ins Deck. Aha. Ich hoffe, er packt sich noch mehr Necker ans Deck, dann klauen wir ihm gleich seinen Necker. Komm schon, du willst noch mehr Necker ans Deck packen. Du willst nichts fressen. Ja, mein Necker.
So. Kruschenheck-Karte aus deiner Hand verbessert die Einheit und ihre Basisstärke. Das können wir austauschen. Wir könnten ein neues Netzwerk austauschen. Das wäre ganz gut. Aber sonst gibt es nichts, was ich wirklich austauschen würde. Wir könnten was in der Hand buffen. Oh, das kann gut sein mit Toro. You'll regret your mom ever squirted you out. Buff ihn. Er hat eh bestimmt noch Möglichkeiten. Also er spielt so ein ähnliches Necker-Deck wie wir. Guck mal, es ist ein konstantes Ego. Konstant Ego. Ah, uns den gefressen, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Elven Blarney. You will see it. Ach, guck mal, er zieht sich wieder ein paar Necker. Das ist schluckelig. Was können wir hiermit noch ausspielen? Nichts. Donner. Ach doch, Donner. Aber ich will keinen von seinen Neunern töten. Ich will jetzt erstmal Meditation aus dem Deck holen. Oh, er hat einen Troll an. Und ein Schleimling. Aber er hat keinen Necker am Friedhof. Er hat nichts im Friedhof gehabt. Das heißt, er kann sich nichts holen. Ist echt gemein, oder? Wenn du den Necker klaust, ne? Schaffen wir erstmal eine Random-Karte. Oh. Marvin ist gar nicht so schlecht. Wir täuschen hier wieder, dass es eine Toro-Karte ist. Mother will be proud. Ciao. Okay, jetzt hat er seinen Necker. Wir könnten natürlich den Necker wegmachen. Aber es wird sich noch nicht so unbedingt lohnen. Es ist allgemein sehr schwer, den Necker wegzumachen. Aber wir hätten jetzt ein gutes Schubwettereffekt. Wenn wir ihn kriegen. Finde schon einer 10 Schaden zu. Bezirze eine zufällig gewählte gegnerische Einheit. Spiel Bronze oder Silber Sonderkarte aus deinem Deck. Das ist doof, alles doof. Bezürzen, zufällig gewickte gegnerische Einheit oder füge eine gegnerische 10 Schaden zu. Wir nehmen Bezürzen, vielleicht kriegen wir den Necker. Nein, wir kriegen den Neckerkrieger. Das ist der falsche Necker. Oh Mann, Schub. Aber ist trotzdem gar nicht so schlecht gewesen. Hättest ja noch ein paar Necker ins Deck mischen können. Ja. Guck mal, wer ist jetzt hier der Neckerkrieger, ne? Wir haben Necker und wir haben Neckerkrieger. Also hiermit kriegen wir auf jeden Fall nur noch den Elfenbogenschützen raus. Gut, wenn er jetzt aber immer nur einen Necker frisst, kommt er damit nicht sonderlich weit. Ja, aber er hat leider, also Gerald Igni ist leider bei uns schon raus. Das musst du bedenken. Dann noch einen Necker holen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt einen Necker weg. Have strength, my love. Ich meine, es bringt zwar von den Punkten jetzt ja nichts, aber er hat einen Necker weniger und ich glaube, das macht schon was aus. Zumal er nicht den optimalen Neckerwert im Deck hat. Der optimale Neckerwert. Errechne den optimalen Neckerwert. Oder noch einen Necker? Noch einen Neckerkrieger, okay. Zerreißen würde ich mir tatsächlich aufheben, weil zerreißen, wenn er noch was in die Reihen spielt, gar nicht so schlecht sein wird. Wenn. Diese dramatische Musik. Vor allem, es bringt bei diesem Necker-Deck auch eigentlich gar nichts, die Necker unbedingt wegzuhauen. Ne? Also wenn er mit dem Ritual der Brauerin spielt, kriegt er die eh wieder. Ich fand den Bug gut, als immer noch skellige Musik kam. Das war, die Musik ist random, die jetzt kommt. Okay. War da nicht letztens ein großer Prozess wegen Necker? Welcher Prozess meinst du?
Okay. Er hat anscheinend nicht mehr so viele Necker am Deck. Mm-mm. Water. Also Poison. Okay. Aber er kann noch welche aus dem Deck rausholen. Er hat noch mindestens. Ich überlege gerade, ein oder zwei Necker müsste er noch im Deck haben. Ist Zerreißen in der obersten oder in der mittleren Reihe besser? Die Frau vom Einzelhandel müsste das doch wissen. Nee, warum? Ich habe ja nichts mit Versandhäusern zu tun. Außerdem mache ich auch noch andere Sachen außer Einzelhandel. Ich würde ihm ganz gerne eigentlich seine Eier wegkauen, aber es wird ihm weniger, also es wird weniger Stärke bringen. Weniger Schaden machen, mach lieber die untere. Na, aber wenn er die absorbiert, kriegt er halt mehr. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ich mache erstmal die weg. Die Frage ist natürlich nur, ob er wird bestimmt noch was zum Absorbieren, ne? Er wird nicht alle Necker rausholen. Von daher denke ich mal, das sollte ein ganz guter Move gewesen sein. Monsternest. Du könntest jetzt die 10er gegen den 20er, nee, das war auch gegen den 10er gegen den 20er. Er spielt Ghoul. Okay, er hat eine 20er. So, jetzt ist halt die Frage, wie holt man am meisten Stärke aus? Hier ist halt schwer. Wir können natürlich die 10er gegen 20er, aber da würden wir maximal 20 Schaden machen. Ich glaube, wenn wir 20er, nee. 20er gegen die 23er kämpfen lassen, kriegen wir jetzt am meisten Schaden raus. Die 20er gegen die 23er? Ja. Weil alles andere ist halt Quatsch. So, wenn ich einen 9er gegen eine 20er kämpfen lasse, ist halt doof, ne? 10er gegen eine 20er oder 23er bringt auch nichts. Das bringt auch maximal 20 Schaden. Das heißt, der beste Schaden, den wir jetzt haben, ja, ist, wenn wir einfach den 20er gegen einen 23er kämpfen lassen. Ah, ich glaube, wir haben trotzdem verloren. Kommt drauf an, ob er jetzt noch Necker am Deck hat. Wir haben noch Toru. Ja, stimmt. Ja, also, wenn er jetzt noch Necker am Deck hat. Ein Necker, der nicht gut gebufft ist, den können wir uns, glaube ich, noch erlauben, weil die Eier auch weg sind. Aber wenn er noch zwei Necker... Jetzt tut er so, als ob er was richtig Cooles macht. Ah, wir kennen den Trick schon. Wir haben das Deck schon so ewig gespielt. Er hat noch zwei Necker am Deck, das heißt, er hat gewonnen. Ja. Das war jetzt nicht so ein krasser Move. Er hat das Deck eigentlich ziemlich doof gespielt. Ja. Aber war kein gutes Necker am Ende, ne? Die waren nicht gut. Aber das hat dieses Necker. Es funktioniert, ne? Du bist wieder dran. Natürlich funktioniert's.